NLC 2019, ich tritt hier ans Mike. Das Feuer lodert in mir, ich bin zum Töten bereit. Während du die Runden checkst und denkst, du kommst daran, zerlege deine Bande mit der Gorgis Gunner, mal du punkst Maria alles ohne Zwang. Doch bevor du punchst, dann ist sicher, dass du Bastard keine Horde hast. Deine Forza hat kein Interesse an dir, an mir schon. Boah, krass, wieso denn das? Weil einerseits der Scheidenschleim von deiner Maid, die gerade bleicht, die Beine spreizt. Auf mein Geschlechtsaltrock, der wird allmählich hart und wächst nun voll steil in die Höhe. Hier erkennt man das Prinzip von einer Tropfsteinhöhle. Im Kontrast zu euch droppe ich noch echt harte Lines, die Zeilen unterwerfen und schänden Menschen. Klaverei, keine Laberei, sondern Double-Teil. Ich ficke dich mit einem wirklich kranken Style. Während du dir immer noch gerade anwinkst, ficke dich mit einem paar krassen Teilen. Bevor du gerade Bastard immer in deine Runde kommst, zeige deine Mutter deine Kacke, die du droppst. Und du kleiner Pisser bekommst Handyverbot. Ich knall deine Freundin, sie läuft derbe aus, ihr lacht nicht. Denn sie stirbt bei der Explosion wie Menschen auf dem Schlachtfeld. Nach deiner Ermordung spende ich deinen Eltern super Trost. Denn ich sag zu ihnen, ja, du warst ein echter Hurensohn. Mit deinem Rap apostrophiert man übliche Ambivalenz. Und mit mir assoziiert man lyrisches Entertainment. Ich hab das hier angefangen und ich werde es beenden. Schau mich doch an, wer genau macht hier jetzt das Rennen? Sei bereit für den Tod! Wenn du nicht bereit bist, dir das Leben eines anderen zu holen. Freunde ficken dich für Geld quasi wie Nutten. Scheißegal, was man dir erzählt, hast du keinen Nutzen. Schmeißen sie dich weg, gehen bei jemand anderem Lutz. Beschmutzen deinen Namen, um sich selbst ganz hoch zu pushen. Mit Freundlichkeit kannst du dich nicht besser schützen. Denn Freunde werden dich mit der Zeit sicherlich ins Messer stürzen. Setz deinen Verstand ein, öffne deine Augen. Verräter lauern überall, sie möchten dich berauben. Sie gaukeln dir vor, du könntest sie gebrauchen. Schöpfen dein Vertrauen und befördern dich ins Grauen. Du musst dich entscheiden, bist du Jäger oder Gejagter? Kämpfer oder Versager, sonst wirst du nichts erreichen. Du bist am Boden, so wie Feiglinge auch. Doch du willst mit nach oben, deshalb schrei ich es raus. Scheiß auf Waffenstillstand. Du musst auf alles und auf jeden schießen, auch wenn die Lage still war. Es ist an der Zeit, auch mal Schläge auszuteilen. Stech auf jeden ein und zermetzel deinen Feind. Scheiß auf Waffenstillstand. Du musst auf alles und auf jeden schießen, auch wenn die Lage still war. Es ist an der Zeit, auch mal Schläge auszuteilen. Stech auf jeden ein und zermetzel deinen Feind. Sei bereit für den Tod, wenn du noch nie gekämpft hast und sich nun das Fighten nicht mehr lohnt. Feinde sind sofort bereit, dich kalt zu machen. Ohne Gnade sind sie voll und ganz dabei, dich abzuschlachten. Sie zeigen auch kein Mitleid, wenn du deutlich unterliegst, sondern pure Gewalt, die dich teuflisch zersiebt. Aber hast du was erreicht, kommen sie angekrochen wie durstige Tiere zu einem Gartenteich. Sie wollen dich im Grab sehen, dass du maximal der Durchschnitt bist und nicht aufhörst in der Menge. Digi, Stadtlieb, du bist auf dich allein gestellt, im Prinzip ein Einzelgänger. Darfst keinem vertrauen, sonst wirst du hier zum Leidempfänger. Wenn du die Knarre zückst, hab keinerlei Erbarmen. Denk daran, wie sie handeln würden, versetz dich in die Lage. Du willst zwar nicht abdrücken wie Feiglinge auch, doch du wirst glatt zerstückelt, deshalb schrei ich es raus. Scheiß auf Waffenstillstand. Du musst auf alles und auf jeden schießen, auch wenn die Lage still war. Es ist an der Zeit, auch mal Schläge auszuteilen. Stech auf jeden ein und zermetzel deinen Feind. Scheiß auf Waffenstillstand. Du musst auf alles und auf jeden schießen, auch wenn die Lage still war. Es ist an der Zeit, auch mal Schläge auszuteilen. Stech auf jeden ein und zermetzel deinen Feind.